willkommen zu unserem Raindancer Training. Dieses Mal Teil 5. Mein Name ist Jens und ich begleite euch auch weiterhin durch diese Videoreihe. Im letzten Video haben wir uns die Schläge importiert. Dieses Mal wollen wir selbst einen Schlag anlegen und ganz nebenbei einen Blick darauf werfen, was wir noch so alles einstellen können an dieser Stelle. Aber werfen wir uns einfach direkt ins Getümmel. Wir klicken oben auf Blechen und neuen Schlag anlegen. Nun fragt uns unser System wieder nach verschiedenen Parametern, die wir eintragen sollen. Ganz zuerst den Namen des Schlages. Ich habe mir schon mal einen bestimmten rausgesucht und den möchte ich jetzt auch benennen. Also gehen wir oben auf Name, tragen ein. Rote Erde, so soll der heißen. Direkt darunter können wir noch eine Schlagnummer hinterlegen. Das machen wir auch. Wir tragen hier ein, die Nummer 66. Die nächsten Felder, die wir eintragen müssen, sind genau die beiden, die wir uns in Teil 3 schon vorbereitet haben. Da wäre zum einen der Standardbrunnen, den wir uns hier auswählen können in dieser Liste. Den Klick, dann haben wir ihn dort. Und wir haben die Möglichkeit, uns eine Fruchtart auszuwählen. Ich wähle mir in dem Fall Braugerste. Wie bereits erwähnt, ist das komplett optional und muss eventuell jedes Jahr neu gemacht werden. Im nächsten Schritt können wir uns noch eine Fläche hinterlegen. Das können wir machen oder wir lassen sie leer und lassen das System nachher selbstständig anhand der Geodaten die Fläche berechnen. Ein Stückchen tiefer haben wir noch die Möglichkeit, eine Bemerkung anzugeben und den Schlag in eine Gruppe zu packen, wenn es thematisch einen Sinn ergibt. Aber wir wollen an der Stelle jetzt einfach mal speichern und den Schlag erstmals im System anlegen. Nun ist der Schlag angelegt, allerdings ohne geografische Eigenschaften. Das heißt, das System weiß nicht, wo der Schlag liegt und wir können auch noch keinen Einsatz darauf buchen, da wir nicht erkennen, ob wir mit der Maschine auf diesem Schlag sind. Um das zu ändern, klicken wir hier oben auf Koordinaten und sehen vor uns die Karte mit unseren angelegten Schlägen. Auf der linken Seite der Karte haben wir ein paar generelle Werkzeuge, die wir immer wieder benutzen. Da haben wir zum einen das Zoom, Plus und Minus, selbsterklärend. Direkt darunter haben wir die Möglichkeit, auf Vollbild umzuschalten. Und wir haben ja noch einmal dieses Auge, das ermöglicht uns, bereits gelaufene Beregnungsgänge aus- und einzublenden. Was wir allerdings brauchen, um einen neuen Schlag anzulegen, finden wir auf der rechten Seite. Gleich hier oben haben wir die Möglichkeit, eine neue Form zu hinterlegen. Das machen wir auch. Klick auf diesen Punkt, neue Form, und unsere Maus wechselt in ein Fadenkreuz. Nun können wir uns den Schlag raussuchen, den wir gerne nachzeichnen wollen. In meinem Fall ist das dieser hier, der roten Erde. Wir klicken den ersten Punkt an und können nun einmal die Form nachziehen. Das können wir beliebig genau machen, indem wir halt einfach verschiedene Punkte setzen. Ein Klick auf den ersten Punkt schließt die Form ab und die Punkte verschwinden und übrig bleibt nur noch die Kontur. Wir können die natürlich jederzeit ändern. Wir können hier oben auf das Bearbeiten klicken. Dann wechselt der Schlag in ein freundliches Altrosa und nun können wir uns die Punkte auswählen und verziehen, die wir eventuell falsch gesetzt haben. Sollten wir bestimmte Details ein wenig genauer haben wollen, wie zum Beispiel hier diese Baumbank, dann können wir uns hier diesen Geisterpunkt nehmen und in die Ecken ziehen, wo wir sie hin haben wollen. Diese Geisterpunkte sind erst dann aktiv, wenn wir sie einmalig angeklickt haben. Haben wir einen Punkt, den wir nicht mehr haben wollen, können wir auf diesen Punkt einfach doppelklicken und er verschwindet aus der Kontur. Sind wir zufrieden mit unseren Eingaben, können wir hier oben auf Übernehmen klicken und der Schlag wechselt wieder die Farbe. Direkt unter dem Punkt für Bearbeiten haben wir auch die Möglichkeit, den Schlag wieder zu löschen, wenn wir ihn nicht haben wollen. Was wir allerdings jetzt an der grünen Farbe auch noch erkennen können, ist, dass der Schlag momentan so nicht gespeichert ist. Das heißt, unsere Änderungen, die wir gerade gemacht haben, sind noch nicht im System hinterlegt. Das können wir ändern, indem wir hier unten auf Speichern klicken und den Schlag nun endgültig hinterlegen. Jetzt haben wir auch dieselbe Farbe wie die anderen Schläge. Auf der rechten Seite haben wir noch verschiedene Werkzeuge, um Ereignisbereiche zu erstellen und zu manipulieren. Das schauen wir uns allerdings in einem späteren Video nochmal genauer an. Direkt darunter haben wir die Messfunktion. Hiermit können wir auf der Karte Messungen durchführen und schauen, wie weit unsere Schlaglinien gehen. Zum Beispiel können wir hier unseren Schlag ausmessen. Mit einem Doppelklick beenden wir die Messung. Und wir sehen, dass unsere Schlagkante auf dieser Seite 806 Meter lang ist. Aber nun haben wir im Prinzip auch schon alles hinterlegt, was wir zu einem Schlag hinterlegen müssen. Das bedeutet, auf diesem Schlag kann nun beregnet werden. In den nächsten Schritten wollen wir uns dann genau anschauen, wie man Beregnungsgassen hinterlegen kann und wie man Ereignisbereiche in die Schläge hinterlegen kann. Doch diese Punkte sind Teil für ein anderes Video. Wir können also nun auf Speichern und Schließen drücken.
und sehen in der Liste unseren angelegten Schlag. Was wir in dieser Liste allerdings auch noch sehen, ist, dass alle bereits angelegten Schläge immer noch bei Brunnen nicht zugeordnet stehen haben. Wir könnten jetzt in jeden einzelnen hineingehen und den Brunnen auswählen, wie wir es gerade bei unserem angelegten Schlag gemacht haben, oder wir benutzen dafür die Stapelverarbeitung. Dafür wählen wir uns die Schläge aus, die wir haben wollen. Das sind im Prinzip alle, außer unser erster Schlag und der, den wir gerade angelegt haben. Im Anschluss klicken wir hier unten auf Stapelverarbeitung und ein neues Fensterchen öffnet sich. Hier können wir mehrere Eigenschaften für all die Schläge hinterlegen, die wir gerade ausgewählt haben. Zum einen ganz oben den Standardbrunnen. Und da wählen wir jetzt unseren einen Brunnen aus, den wir haben wollen. Zusätzlich könnten wir noch Bodenarten, Fruchtarten hinterlegen und wir könnten die Flächen neu berechnen lassen. Wir könnten noch den Status ändern, wir könnten also die ausgewählten Schläge deaktivieren oder wieder aktivieren, je nachdem. Oder wir könnten sie mit der Option ganz unten einmal direkt löschen. Uns reicht es aber, den Brunnen zu ändern. Wir klicken auf Speichern und das System übernimmt unsere Einstellungen. Da wir nun alles vorbereitet haben, gehen wir zurück zur Startseite. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.